Da ihr meine digitale beste Freundin seid, werde ich euch heute die 5 besten Geheimtipps aus der Drogerie zeigen, über die sonst eigentlich niemand spricht. Los geht's. Hi Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zu einer schnellen Runde. 5 Produkte aus der Drogerie, die meiner Meinung nach viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Nicht nur, weil ich ihnen auch gar nicht so auf eine Plattform gebe, sondern weil das auch so Produkte sind, die gerne mal unterm Radar durchfliegen. Nichtsdestotrotz sind das Produkte, die ich schon seit einer Weile in Benutzung habe und die ich euch als meine beste Freundin oder mein bester Freund empfehlen kann. Falls ihr hier neu seid und mehr von diesen kleinen Quick Reviews sehen wollt, abonniert unbedingt den Kanal und lasst dem Video doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir starten auch direkt mit dem ersten. Ihr wisst es, ich bin ja so eine kleine Poolmaus. Ich knibbel ganz gerne an den Fingern, wenn ich nervös bin, wenn ich angespannt bin, wenn ich gestresst bin. Meine Haut ist durch die Hausarbeit, durch die Gartenarbeit, durch meinen Job. Ich schmink mich ja regelmäßig ab und neu und Peelings hier und mache dies und mache das. Und vielen von euch wird es auch so gehen, dass die Haut um die Nägel herum total angegriffen ist. Sehr, 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 sehr trocken. Und ich habe ein Öl. Das habe ich seit bestimmt schon 3 Jahren und kaufe es immer wieder nach, weil es meiner Meinung nach einfach das beste Nagelöl ist, was es gibt. Und ich habe schon alles ausprobiert. Ich habe teure Nagelöle von teureren Brands ausprobiert. Ich habe luxuriöse Öle fürs Gesicht auf meine Nägel gepackt. Ich weiß nicht, was Rival Labs mir da reingemacht hat, aber das SOS Nail Oil ist wirklich so ein SOS Nagelöl. Das riecht ganz, ganz leicht nach Mandel, nur ein bisschen nach Pfirsich, sehr, sehr lieblich. Ihr habt einen klassischen Nagellack-Applikator und ich gehe da einfach, immer wenn ich das Gefühl habe, es ist ein bisschen trocken geworden, einfach so ein bisschen rüber. Ich bin ja nicht so die Nagellackmaus, massiere das kurz ein. Das zieht auch recht schnell ein. Ich habe auch das Gefühl, dass es die Nägel gut pflegt. Sobald das eingezogen ist, sieht die Nagelhaut so viel schöner aus. Für 1,99 Euro ist das wirklich ein absolutes Must-Have. Es wird ein bisschen kritisch, aber wenn ihr Besitzerinnen und Besitzer von Haustieren seid oder mit Mitbewohnern lebt, wie Kindern, Männern, Frauen, sobald ihr in einem Haus lebt und etwas habt, was nicht eine Fliese ist, kennt ihr es bestimmt, dass es oft passiert, dass ein Fleckchen auf dem Teppich landet oder auf dem Sofa. Und wir haben 2 wirklich liebreizende kleine Fellknödel. Und der eine ist immer sehr, sehr bedacht, die Fliesen zu nehmen. Manchmal lassen Katzen sich ja gerne das Essen 2-mal durch den Kopf gehen. Einer dieser beiden Mäuse bevorzugt es ausschließlich, den Teppich zu treffen. Und ich habe vor einer Weile mal bei Action und jetzt auch in der Drogerie von Dr. Beckmann die Fleckenbürste gekauft. Das gibt es auch nochmal spezieller für Tiere. Ich habe da aber keinen großen Unterschied gesehen. Ihr habt hier eine Flüssigkeit drin, die riecht sogar irgendwie gut. Und hier oben eine Bürste. Ihr macht das alles weg, reibt das ein. 3 Minuten später, der Fleck ist weg. Ich habe keine Ahnung, wie Dr. Beckmann es geschafft hat, so ein geniales Produkt zu machen und was sie da geschafft haben, aber es funktioniert. Und hier sind 650 Milliliter drin, das hat bei uns ein Dreivierteljahr ungefähr gehalten. Es kostet 4-5 Euro, aber für ein halbes Jahr fleckenfreie Teppiche, großartig. Wirklich, wirklich großartig und zwar so gut. Ich bin so überzeugt von diesem Produkt, dass ich dafür sogar einen TikTok gemacht habe, für eine Teppichbürste. Also da wisst ihr, das ist ein Produkt, das hat mir schon oft meine Nerven gerettet. Auf Möbeln habe ich es jetzt noch nicht ganz so oft ausprobiert, weil wir eine recht dunkle Couch haben, da sieht man Flecken nicht ganz so schnell. Aber auf Teppichen oder auf so Stufenvorlegern funktioniert das wunderbar. Und ich weiß, die ein oder andere Maus wird es freuen, aber der Sommer ist ja gar nicht mehr so fern. Und mit dem Sommer kriegt man auch recht schnell einen Sonnenbrand. Oder, und dafür würde ich es euch eigentlich gerne empfehlen, für Verbrennungen. Ihr habt euch am Herd verbrannt, am Topf, am Glätteisen im Gesicht, hat Rossmann das Sanozon Apre Panthenol Spray Soforthilfe. Bei leichtem Sonnenbrand, bei kleineren Aufschürfungen generell. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mir das Knie aufgeschürft habe, aber man hat immer mal so eine kleine Verletzung oder so oder einen Sonnenbrand oder verbrennt sich irgendwo dran. Ihr wisst, was ich meine. Und dieses Spray ist genial. Ich kühle das Ganze erst, desinfiziere die Stelle dann, wenn es eine offene Stelle ist und nehme dann dieses Spray und dann sprühe ich das rauf und dann ist das wie so ein kleiner Schaum. Ich lasse das drauf. Manchmal brennt es ein kleines Stück, wenn das eine wirklich offene Stelle ist, aber das zieht dann ein und das bildet wie so ein Schutzfilm auch auf der Stelle und pflegt die Stelle extrem gut. Wofür ich es auch ganz gerne benutze, ist, wenn ich ein bisschen mehr hier geknispert habe. Dann mache ich mir das auch auf die Finger, weil Panthenol natürlich super beruhigend ist und super
pflegend ist. Ich habe das auch mal eine Zeit lang im Gesicht benutzt, da war mir aber einfach zu viel Butan drin. Also ne, dieses Treibgas, was da mit drin ist, das muss nicht unbedingt regelmäßig im Gesicht sein. Ab und zu ist das mal in Ordnung. Für so kleine Stellen ist das gut. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, wenn man kleine Kinder hat vielleicht und die vielleicht doch mal einen Sonnenbrand bekommen haben sollten oder so, schnell den Rücken einsprühen. Es zieht gut ein und es pflegt auch wirklich sehr, sehr schön. Also du hast so ein richtig schönes, weiches Gefühl danach auf der Haut und das ist sogar ein bisschen kühlend gewesen. Also im Sommer war das eine ganz, ganz gute Sache, die mir auch gerne mal hier, ne, so am Öhrchen oder wenn du dich hier so ein bisschen verbrannt hast. Großartig. Ich finde, für mich gehört das so ein bisschen in so einen Erste-Hilfe-Kasten. Unseren müssen wir dringend mal wieder ein bisschen aussortieren. Aber das wollte ich euch gerne mit einmal auf den Weg geben. Und ich habe etwas gefunden, was viele, viele freuen wird. Nach meinem letzten Video, wo ich euch über dieses Schätzchen hier von Dior berichtet habe. Sie sagen, es ist ein Blush. Es ist kein Blush, aber es ist ein krasser Ton, der bei mir perfekt funktioniert. Egal ob die Augenbrauen, egal ob die den Wimpernkranz verdichten, den Bart auffüllen, den Haaransatz auffüllen. Ist einiges aufzufüllen. Liebe ich dieses Produkt, aber ich finde es nicht mehr. Und ich habe neulich etwas gefunden, zufällig hier in meiner Schminksammlung, was ich schon eine Weile hatte, was dem sehr, 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 sehr nahe kommt. Ne? Der von Dior hat ja auch so einen ganz leichten Schimmer mit drin. Kaum wahrzunehmen, vor allem großflächig nicht mehr. Aber Lavera hat einen Monolidschatten. Und zwar die Farbe 02 Walnut. Und der ist farblich, ich glaube, ihr könnt sehen, sehr, sehr nah dran. Ein Stückchen heller. Das ist aber gar nicht so schlimm, weil je heller, desto besser. Ne? Das ist ja schon sehr pigmentiert und so ein Lidschatten ist ja auch stark pigmentiert. Super weich, super cremig und mit diesen, na, die sind sich schon nah. Der eine ist etwas wärmer, der andere ist etwas kühler. Im Großen und Ganzen macht das aber keinen großen Unterschied und ist vor allen Dingen auch deutlich, deutlich günstiger. Ich schätze mal, dass das hier von Dior bestimmt um die 40, 50 € gekostet hat. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Aber ich bin ja auch ein großer Fan von Monolidschatten. Es reicht manchmal einfach, so einen Lidschattenpinsel zu nehmen und hier so ein bisschen in die Lidfalte zu arbeiten. Vielleicht die Kontur ein bisschen auffüllen. Du kannst damit sogar konturieren. Da würde ich es eher vielleicht mit einem Gesichtspuder kombinieren. Aber für alle, die sich für dieses Produkt interessiert haben, die Lavera 02 Walnut ist eine gute Alternative, die sogar ein bisschen besser funktioniert, weil sie etwas wärmer ist. Und das letzte Produkt ist natürlich auch das spektakulärste. Ich bin neulich eher zufällig darüber gestoßen und habe sie gefunden und dachte mir, krass, ich habe die immer so ein bisschen übersehen. Und zwar hat L'Oréal schon vor einer Weile, die sind auch nicht neu, die Infallible 24 Stunden Lipsticks. Ich habe die in verschiedenen Farben mir dann auch nachträglich geholt, weil die einfach phänomenal sind. Das sind 2-in-1-Produkte. Auf der einen Seite hast du so ein Füßchen, also ein Liquid Lipstick eigentlich, und auf der anderen Seite hast du so ein Lippenbalsam. Und der ist echt so schon schön. Also du kannst ihn auch so tragen, wenn du keinen Lippenstift tragen möchtest. Super, super glänzend, aber passt auf. Der Liquid Lipstick ist Wahnsinn. Ich habe neulich ein Video gedreht und habe die dunkle Farbe hier benutzt. Das ist die Farbe 215 Wine O'Clock. Vorsicht, dünnere Schichten, weil der sonst nicht ganz so deckend wird. Also du brauchst wirklich nur einen Swipe und nicht dann nochmal hin und her und hin und her. Und ich blende euch das hier einmal ein. Ich habe probiert, ihn wieder abzukriegen, weil ich einen anderen Ton benutzen wollte. Und ich habe wirklich gekämpft. Ich habe probiert, ein Lippenöl zu benutzen. Ich habe Microfiber Multitool benutzt. Mein Microfiber Multitool kriegt alles weg. Der kriegt sogar deine schlechte Laune weg. Aber der hat da wirklich, muss ich sagen, echt Probleme mit gehabt. Und erst als ich das krasseste Öl, was ich habe, ein Gesichtsöl von Typology benutzt habe und nach wirklich reiben, 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 war das Ding weg. Und selbst wenn ich nur so vorsichtig gerieben habe, es ging nicht weg. Dieses Ding, es hält, es hält, es hält. Und in Kombination auch mit diesem pflegenden Balsam fühlen sich die Lippen auch nicht so trocken an. Ich finde generell bei der Formulierung fühlen die Lippen sich schon nicht so trocken an. Aber es wird auch nicht so ein richtiges Matt. Und dann mit diesem Glossy Stick oben rüber hast du fast das Finish wie die Vinyl Inks von Maybelline, nur deutlich langanhaltend. Also da färbt wirklich gar nichts mehr ab. Deswegen kann ich euch die wirklich wärmstens empfehlen. Super, super langanhaltend. Und selbst wenn ihr sagt, na, die Farben, es gibt, glaube ich, 20 Farben in der Drogerie. Und mein Favorit ist Tatsache die 113. Das ist so ein perfektes, sehr, sehr kühles Nude. Ich bin super gespannt, ob ihr vielleicht nicht auch noch den einen oder anderen Favoriten habt. Schreibt mir den unbedingt in die Kommentare. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf!